Entschuldigung, es ist mein erster Tag, ich bin ein bisschen nervös. Und dann bin ich mitten unter der berühmten Arbeiterklasse. Ich meine, ihr habt so einiges erkämpft. Ich meine, ich bin ganz aufgeregt. Meine 35-Stunden-Woche, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Pausen. Ja, für Pausen muss man erst mal anfangen. Richtig, richtig, ja. Ich bin übrigens der Klaus von, ich bin der Wagner. Der Wagner Klaus, Sie kennen mich bestimmt aus dem Fernsehen. Da haben wir so. Nicht so, richtig. Vielleicht fragen Sie sich, warum ich hier bin. Naja, also genau genommen Recherche. Ich interessiere mich jetzt sehr für die Arbeiterklasse, vor allem seitdem sie angefangen hat, rechts zu wählen. Also, wenn die Arbeiterklasse gewusst hätte, dass du kommst, hätte sie bestimmt anders gewählt. Bitte? Weißt du, woher das Wort Arbeiterklasse kommt? Nein, nein, nein. Von Arbeit! Ja, ist ja. Naja, man macht sich also seine Gedanken, ne? Wegen des Rechtspopulismus, auch unter Arbeitern. Ne, das ist ja, früher wart ihr mehr links, ne? Also, der Didier Eribon hat das wunderbar beschrieben in seinem Buch, nicht, wie die Arbeiterklasse so langsam nach rechts herübergewandert ist. Warten Sie mal, vielleicht finde ich eine. Sag mal, du hast deine Erkenntnisse über die deutsche Arbeiterklasse von einem französischen Soziologen? Ja, ja, von Amazon. Das ist toll. Inzwischen, wie billig und schnell die das liefern. Arbeiten kennt er nur aus Büchern. Ach, ja. Ist aber schon ein bisschen eintönig, ne? Naja. Also ich würde das ja nicht mein Leben lang machen. Aber das ist noch kein Grund, rechts zu wählen. Sag mal, ich wäre langsam ein bisschen vorsichtiger mit deinen Vorurteilen über die deutschen Arbeiter. Sorry. Leberkässemmel? Danke, Vegetarier. Ja, klar, logisch. Achtung, Vorarbeiter! Morgen, Kollege. Morgen! Morgen! Ich hab gesagt, morgen, Kollege. Ja, aber wir sind alle Kollegen, nicht? Wir sind eine geeinte Arbeiterklasse. Ach, ein neuer. Hör mal zu, es gibt hier genau drei Arbeiterklassen. Ja? In Grau, die A-Klasse, Herr Rating, Festangestellter. Dann hier in Rot, die Frau Hartmann, ja, Leiharbeiterin. Die B-Klasse und du bist die neue C-Klasse. Werksvertrag. Aber da gibt es keinen Unterschied. Wir stehen Seit an Seit am Mann. Keinen Unterschied. Doch, 2.700 Euro. Was? Ja, ich krieg 4.000 Euro brutto. Echt? Und du? 2.600. Das ist ja unfair. Ich krieg nur 1.300, aber das muss ein Irrtum sein, weil wir machen ja alle das Gleiche, ne? Also ich werde mich mal bei der Personalabteilung beschweren. Was ist darin jetzt so lustig? Du bist Werksvertragmann, ja? Du läufst über die Einkaufsabteilung. Emma, du wirst als Sachkosten abgerechnet. Was glaubst du, warum du hier nirgendwo Namen stehen hast und hinter diesen Linien stehen musst? Solche Schikanen, dann krieg ich so wenig Geld vom Däumler? Du kriegst überhaupt kein Geld von Däumler, sondern von deiner Werksvertragsklitsche, bei der du angestellt bist. Und diese Firma, für diese Firma erstellst du bei Däumler ein Werk. Ja, und wenn wir gerade beim Thema sind. Hä? Was? Hat er Schmerzen? Nein, er ist bei Däumler fest angestellt und darf dir keine direkte Anweisung geben. Warum nicht? Weil du dann sein Untergebener wärst und demselben Betrieb arbeiten würdest. Aber das mache ich doch. Aber noch nicht für selbe Geld, Mann. Ja, du hast offiziell einen eigenen Auftraggeber, du hast hier einen eigenen Arbeitsbereich und stellst ein eigenständiges Werk her. Verstehe, ich bin für diese Firma sowas wie ein Künstler. Nein, du sollst diese Dinger da rechtzeitig aufs Band tun. Das ist dein Werk. Das ist doch keine Kunst. Doch, aber eine brotlose. Du bist sowas wie Van Gogh. Mit dem einzigen Unterschied, dass er uns ein Ohr abkaut. Ja, und jetzt mach und mir ist egal. Auf! Na, wenn wie egal ist, dann mache ich jetzt erstmal eine künstlerische Pause, bevor ich mein eigenständiges Werk vollende. Du machst jetzt sofort weiter oder ich reiß dir den Pinsel aus, du Kandinsky! War das eine direkte Anweisung?
Du, ich kann auch meinem Chef sagen, dass er deinem Chef sagen soll, dass er dir morgen den Pinsel rausreißen soll, wenn wir morgen eine andere Firma beauftragen, die das Ganze hier schneller machen. Ja, okay. Schneller! Ja, schneller, schneller, komm, schneller, schneller. Da bist du bescheuert? Glaubst du, ich arbeite wegen dir schneller? Ich bin fest angestellt. Also, hier, für mich ist kein Problem. Ich könnte sogar noch schneller. Ja, du musst natürlich wieder einschneiden beim Vorarbeiter, was? Tolle Solidarität. Hör mal, Solidarität muss man sich auch mal leisten können, Herr Festangestellter mit Erfolgszulagen und Urlaubsgeld. Hör mal, ich als Leiharbeiterin weiß doch nicht mehr, ob ich nächste Woche überhaupt noch einen Job habe. Achtung! Was denn? Ja, liebe Mitarbeiter, aufgrund der fortgesetzten Anti-Diesel-Propaganda haben wir entschieden, unseren Ausstoß zu senken. Also nicht an Abgasen, an Autos. Vielen Dank für den Einsatz. Leute, ihr wisst, was das heißt. Ja, ich bin entlassen, hä? Nein, wir werden deiner Firma morgen noch keinen Auftrag mehr erteilen. Das ist dasselbe. Nein, wenn wir dich entlassen würden, müssten wir dir eine Abfindung bezahlen. Du kannst auch gehen. Wie ich? Hör mal, ich arbeite hier seit Jahren. Ja. Du kannst mich doch nicht einfach von heute auf morgen entlassen. Ja, deswegen gehst du ja übermorgen. Hey, tja, Entschuldigung, so kann man wirklich... Hinter deine Linie! Nein, das werde ich nicht tun. So kann... Was? Mein Solidarradar meldet mir, dass in Ihrer Werkshalle Gefühle ausgetreten sind. Was ist da los? Ja, Entschuldigung, aber diese Frau Hartmann hier, die hat jahrelang hart gearbeitet für ihre Firma und immer in der Hoffnung, übernommen zu werden und in dieser Unsicherheit natürlich keine Familie gegründet, weil man ja nie weiß, ob man nächste Woche noch einen Job hat. Und jetzt wird sie einfach gefeuert. Na, das ist doch der Sinn von Leiharbeit. Hören Sie, wir müssen angesichts der Globalisierung alle sehr flexibel bleiben, nicht wahr? Verstehen Sie, wir sind ein atmendes Unternehmen. Das heißt, ich muss Sie jederzeit wieder ausatmen können oder einatmen oder dann eben auch wieder ausatmen. Je nach Auftragslage. Was? Je nach Auftragslage? Aber das ist doch... Das unternehmerische Risiko von Ihnen, das übertragen Sie einfach auf die Leiharbeiter und die leben dann in totaler Unsicherheit. Ja, nicht nur die. Schauen Sie mal, wenn ein Festangestellter wie Herr Rating, nicht wahr? Wenn der jederzeit damit rechnen muss, durch eine Billigarbeitskraft wie Sie ersetzt zu werden, wa? Dann ist der irgendwann motivierter als Macron im Schulunterricht. Liberté, Egalité, Flexibilité. Das ist gerade, habe ich gehört? Ist richtig, oder? Okay. Pause! Ja, Pause! Pause! Eine Frage, der Pausenraum, wo ist denn der? Ich kenne mich noch nicht. Der ist nur für Festangestellte. Ich gehe in die Kantine. Okay, dann komme ich damit. Nee, nicht für Werksverträge. Okay, aber wo soll ich denn dann hin? Hör mal, da draußen auf dem Parkplatz, ja? Da ist so ein Strich, da kannst du dich draufstellen. Ja, jetzt heulen sie. Ja, aber als wir früher nach 68 für die Arbeiter auf der Straße gewesen sind und den Arbeitern gesagt haben, wo es lang geht, da haben sie nicht auf uns gehört. Ja, das war damals in West-Berlin. Das war die Stadt mit der Mauer. Mauer, da träumen ja heute wieder viele von. Ja. Nicht, da war West-Berlin damals die einzige Stadt der Welt mit nur einer Himmelsrichtung. Rundrum alles Osten. Ja. Da sind wir damals für die Arbeiter auf die Straße gegangen. Da haben die Arbeiter uns gesagt, geht erst mal arbeiten. Wir wollten die Befreiung der Arbeiterklasse, aber die Arbeiter fanden Arbeit klasse. Ja, was sollten wir da machen? Ja, das war schon ein Ding. Ja, und jetzt hat natürlich fast jeder einen Job. Ja, klar, manche haben sogar zwei oder drei. Wir haben den größten Billiglohnsektor in der ganzen EU. Ja, und glauben manche, die SPD holt sie da raus. Nee, die SPD hat sie da reingeritten. Hm. Ja, aber... D-
denkt bloß nicht, die CDU holt euch da raus oder die FDP. Da sind ja viele drin, die nach dem Motto von dem alten Rockefeller arbeiten. Wer den ganzen Tag arbeitet, hat überhaupt keine Zeit mehr, Geld zu verdienen. Ja, und der Schäuble freut sich schon auf eure Steuern. Gut, bei der SPD hat sich schon viel getan, nicht wahr? Sigmar Gabriel, der hat ja auch jetzt ein Kind gekriegt. Man konnte das vorher schon sehen. Ja, da muss man ihm gratulieren. Das war das erste Mal, dass er was in die Welt gesetzt hat, was Hand und Fuß hatte. Der Gabriel, das war doch... Der Gabriel, das war doch toll, wie der gesagt hat, er will Außenminister werden, damit er öfter bei der Familie ist. Ja. Ja. Vorher hat ja der Gabriel auf dem Pfosten der SPD oben drauf gesessen, wie ein Korken auf einer geschüttelten Sektflasche. Und dann war er weg und wusch, ist die SPD nach oben gegangen. Das war der Schulz-Effekt. Aber jeder, der das schon mal bei einer Sektflasche erlebt hat, weiß, was am Ende dabei rauskommt. Eine leere Flasche. Ja, ja. Und genau so steht die SPD jetzt da nach den Wahlen. Ja, Nordrhein-Westfalen, das ist ja schon traurig. Ja, die SPD konnte immer eine Sicherheit haben, die Stimmen der Arbeiter an Rhein und Ruhr. Jetzt hat sie nur noch die Ruhr. Ja, also Durchfall, Stimmendurchfall. Das Originellste im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen war doch die Werbung von der Partei Die Partei. Kraft, nein, danke. Ja. Ja. Ja, klar, das hat funktioniert. Und jetzt kommt Schulz und verspricht Inhalte, Inhalte. Ja, jetzt, was will er denn machen? Ja, will die Agenda 2010 millimeterweise reformieren. Wer soll denn da drauf reinfallen? Die Agenda-Politik hat die SPD-Wähler fertig gemacht. Und zwar Schritt für Schritt. Hartz I, Hartz II, Hartz III, Hartz IV. Da stand das Elend vor der Tür. Ja. Das war der Anfang. Das war der Anfang von der Arbeiterklasse zur Leiharbeiterklasse. Ja, die SPD kann froh sein, wenn sie überhaupt noch von jemandem gewählt wird. Vor allen Dingen von denen Schulz immer sagt, die hart arbeiten und sich an die Regeln halten. Das sind genau die Leute, die ihr Leben lang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben. Und als sie dann gebraucht haben, hat man ihnen gesagt, tut uns leid, du musst jetzt abharzen. Ja, das sind Leute, die ein Leben lang Rente bezahlt haben und jetzt eine Rente haben, von der sie nicht leben können. Und da sagen die Politiker kackfrech, ja, hättest du früher ristern sollen. Ja, wo ich mich frage, wie machen die Politiker das? Die nehmen uns was weg und geben uns das Gefühl, wir bekämen was Neues, Schickes. Ja, und dann werden die wieder gewählt. Ja, wo ich mich dann immer frage, wie funktioniert Politik überhaupt? Das kann einem ja keiner so richtig erklären. Der Einzige, der es mir mal erklärt hat, das ist eine alte Pfeife von der SPD. Die ist schon tot. Die SPD ist ja auch tot. Das war Herbert Wehner. Der hat das gesagt, der Wähler legitimiert mit seiner Wahl die Entscheidungen, die anschließend gegen ihn getroffen werden. Ja, ja. Da ist mir zum ersten Mal ein bisschen klar geworden, wie Politik funktioniert. Politik ist die Kunst, den Wähler so über den Tisch zu ziehen, dass die dabei entstehende Reibungshitze als Nestwärme rüberkommt. Herr Zwetschke, Herr Zwetschke. Was machen Sie hier? Der Papierkorb ist schon geleert worden. Ja, wahrscheinlich von irgendeinem armen Leiharbeiter. Ne? Dass ich, seitdem ich in diesem Werk arbeite, wird mir überhaupt erst klar, ich dachte, das wäre ein Randphänomen mit der Leiharbeit. Aber schauen Sie sich mal diese Zahlen an. Gucken Sie mal, hier in Deutschland gibt es über 1 Million Leiharbeiter oder Zeitarbeiter, wie ihr seit kurzem im Moment, weil es besser klingt. Hier wahrscheinlich genauso viele Werksverträge. Jetzt passen Sie auf, in der Metallindustrie ist inzwischen jeder dritte Arbeitsplatz ein prekärer Billigjob. Nun, wir haben eben großen Bedarf an vorübergehender Arbeitskraft, die war wegen der Auftragsspitze. Ja, aber manche sind jahrelang Leiharbeiter. Ja, wir sind halt dauernd Spitze. Ja, darf ich Ihnen ein Zitat? Vor Jahren wurden die Leiharbeiter noch zur Abdeckung von Auftragsspitzen eingestellt. Mittlerweile werden sie eingestellt, um in den Betrieben Lohndumping zu betreiben. Ja, also Sie kommen mit Ihrer Aufregung ja viel zu spät. Wir haben ja jetzt mit einem neuen Gesetz zur Leiharbeit diesem Missbrauch einen Riegel vorgeschoben. Wir? Hä? Schreibt jetzt die Automobilindustrie auch schon die Gesetze zur Leiharbeit selbst? Na, natürlich nicht. Wir haben dem Gesetzgeber lediglich unseren Sachverstand geliehen.
Also meines Wissens hat der Personalvorstand von Daimler gesagt, wenn dieses Gesetz zur Einschnürung ihrer Flexibilität führt, dann gehen sie ins Ausland. Für mich klang das wie eine Erpressung. Das war eine Sachinformation für den Gesetzgeber. War nicht, dass der mühsam Regeln erarbeitet für eine Branche, die am Ende gar nicht mehr hier ist. Also verstehe, die Branche ist noch hier, das heißt, von dem Gesetz ist nichts mehr übrig. Ach Unsinn, schauen Sie, dieses neue Gesetz sorgt doch dafür, dass Leiharbeiter eben nicht mehr Arbeiter zweiter Klasse sind. Ja. Ich zeige Ihnen mal die Auswirkungen des Leiharbeitsgesetzes auf die Leiharbeiter in diesem Land. Schauen Sie mal die grauen Figuren, das sind die Festangestellten, die Stammbelegschaft. Und die roten, das sind die Leiharbeiter. Okay. Und das neue Leiharbeitsgesetz, das sorgt eben jetzt dafür, dass Leiharbeiter und Stammbelegschaft auf einer Stufe stehen. Es verhindert zu niedrige Löhne und es garantiert Equal Pay. Also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Na, toll, nicht? Nein. Warum kriegen die Leiharbeiter denn nicht mehr Geld als die Festangestellten? Sie meinen das ernst? Natürlich meine ich das. Schauen Sie mal, Sie haben doch kurzfristig Auftragsspitzen. Die muss Ihnen doch kurzfristig jemand abarbeiten. Ja, dringend. Ja, und wenn Sie dringend kurzfristig verreisen müssen, dann ist Ihr Flugticket ja auch teurer. Also erstens benutze ich den Privatjet. Und zweitens ist das außerordentlich zynisch. Ich meine, es geht hier schließlich um Mensch. Den Sie weniger... Okay. In Frankreich ist es zum Beispiel so, da kriegen die Leiharbeiter 10% mehr Lohn als Prämie, ne, für ihre Flexibilität. Ja, aber da wird der Macron jetzt mal ordentlich durchkärchern. Nein, halt, wie war das... Das richtige Wort dafür, reformieren. Okay. Ich sehe schon, mehr als Equal Pay ist nicht drin. Aber was ich nicht verstehe, in dem Gesetz heißt es, Equal Pay gibt es erst nach 9 Monaten Arbeitszeit. Ja, selbstverständlich. Das ist der natürliche Zyklus. 9 Monate braucht ein Leiharbeiter, um vom unbeholfenen Zellhaufen zum vollständig ausgebildeten Arbeitnehmer heranzureifen. Schade nur, dass ich von der Leihmutter möglichst früh abgetrieben werde. Nicht so. Ganz viele Leiharbeiter, hier, 50% der Leiharbeiter, die arbeiten bis zu 3 Monaten. Nur bis zu 3 Monaten. Ja, für die gilt kein Equal Pay, wa? Leider. Okay, und ein weiteres Viertel der Leiharbeiter, die arbeitet zwischen 3 und 9 Monaten. Ja, die geringen auch keine gleiche Bezahlung. Schade. Das heißt, 3 Viertel der gesamten Leiharbeiter, die haben überhaupt nichts von ihrem schönen neuen Gesetz. Ja, weil Equal Pay nur gilt für Leute, die im Betrieben sind, länger als 9 Monate. Ja, es sei denn, Arbeitgeber und Gewerkschaft haben etwas anderes ausgehandelt. Was? Ja, schauen Sie, das neue Leiharbeitsgesetz, das kann ja durch Tarifverträge geöffnet werden. Nach oben. Schauen wir mal. Nein. Möchte ich Sie aufklären? Herr Zwetschke, eine Öffnung nach unten ist ein Loch. Das heißt, die Tarifpartner, die haben das Gesetz nicht geöffnet, sondern durchlöchert. Wissen Sie, was mit diesen Menschen passiert? Na, die fallen unter das Gesetz. Nein, die fallen unter das Gesetz. Na, das sage ich doch. Aber schauen Sie, die werden ja vom Tarifvertrag aufgefangen. Wenn Arbeitgeber und Gewerkschaft das vereinbaren, dann kann es gleichen Lohn auch erst nach 15 Monaten geben. Moment, nach Gesetz gibt es doch den gleichen Lohn nach 9 Monaten. Und jetzt haben die Gewerkschaften was verhandelt, dass die Leiharbeiter ihren gleichen Lohn später kriegen. Ja. Aber ich dachte, man braucht Gewerkschaften, um gemeinsam mehr zu erreichen. Na ja, für die Stammbelegschaft. Okay. Sagen wir mal so, irgendwann ist die Leiharbeit ja vorbei, weil man ist ja nicht ewig Leiharbeiter. Weil eine Leiharbeitsstelle muss ja nach 18 Monaten laut Gesetz in eine feste Arbeitsstelle umgewandelt werden. Ja. Es sei denn, der Arbeitgeber ist nicht im Tarif verbunden. Dann kann er Leiharbeiter auch bis zu 24 Monate ausleihen. Ja, aber wenn der Tarifverbund noch gilt, dann muss nach 18 Monaten da eine feste Stelle her. Ja, natürlich. Es sei denn, Arbeitgeber und Gewerkschaft einigen sich darauf, die Leiharbeit auch bis zu 48 Monate auszudehnen. 48 Monate Leiharbeit, so blöd werden die Gewerkschaften ja nicht sein. Doch.
IG Metall und die Arbeitgeber haben sich schon darauf geeinigt, 48 Monate Leiharbeit zuzulassen. 4 Jahre Leiharbeit. Ja, aber keine Sorge, das ist ja keine feste Obergrenze. Unter Umständen... Ja, aber jetzt haben Sie doch wieder eine Zweiklassengesellschaft hergestellt. Schauen Sie, eine Frage des Verständnisses, aber irgendwann muss doch eine Leiharbeitsstelle aber in eine feste Stelle umgewandelt werden, ne? Nein, schauen Sie, Sie müssen als Arbeitgeber nur darauf achten, dass die Leiharbeitsstelle spätestens nach 18 Monaten mit einem neuen Leiharbeiter besetzt wird. Irgendwas mit dem alten Leiharbeiter? Na, der muss 3 Monate Pause machen und dann kann er sogar an seiner alten Stelle wieder eingesetzt werden, wa? Mit dem alten Gehalt? Nein, das ist ja ein Einsteiger. Der bekommt jetzt ein Einstiegsgehalt. Tolles Gesetz. Weißt, die meisten Leiharbeiter werden von diesem Gesetz gar nicht erfasst. Die, die erfasst werden, kommen unter die Räder. Weißt du was, das ist kein Gesetz, das ist ein Auffahrunfall. Aber es ist wohl kein Wunder, ne? Nein, das ist kein Wunder, meine Damen und Herren. Wenn man immer wieder Parteien wählt wie die SPD, die links blinken und dann doch nach rechts fahren. Ich dachte, der Schulz fährt mit dem Zug. Warten Sie mal, ich habe ein Zitat. Was wir in Deutschland bisher als Missbrauch bezeichnet haben, wird durch das neue Gesetz salonfähig gemacht, meine Damen und Herren von der Regierungskoalition. Sagen Sie mal, woraus zitieren Sie denn da immer? Ah, eine Rede von Andrea Nahles. Ja, ja, die ist 7 Jahre alt. Die Nahles? Kein Wunder, dass sie immer Pippi Langstrumpf singt. Die Rede. Andrea Nahles war damals noch in der Opposition. Frau von der Leyen hat ein Gesetz zur Leiharbeit vorgestellt. Und Frau Nahles hat dieses Gesetz in der Luft zerrissen. Ein Gesetz, das in einigen Punkten besser gewesen wäre als das Gesetz, was Frau Nahles jetzt verabschiedet hat. Ja, das ist typisch SPD, nicht wahr? Das organisierte Versprechen, sage ich immer, ne? Pfui, war, wissen Sie was? Buh! Ach, pfui! Moment, warum? Stopp! Warum hacken Sie so auf der SPD rum? Wahrscheinlich wegen dieses Zitats von Frau Nahles, die gesagt hat, dass die Konzernlobby ihren Gesetzentwurf klein gehäckselt hätte. Na, das kann ja nicht stimmen. Schauen Sie, wir sind Metaller. Wir häckseln ja nicht. Wir schreddern. Eine Frage. Können Sie mir das beantworten, warum immer wieder Menschen sich freiwillig als Leih- oder Zeitarbeiter sich für dieses zynische Spiel zur Verfügung stellen? Ja, freiwillig ist gut. Wenn wir das nicht machen, dann kürzt uns das Arbeitsamt Hartz IV. Jetzt habe ich Hartz IV verstanden. Fordern und Gewinne fördern. Gäbe es ein Grundeinkommen, hätte dieses zynische System keine Chance. Grundeinkommen. Schön, dass es einige schon kennen. Für die es nicht kennen, ich möchte es kurz erläutern. Grundeinkommen hat nichts mit Kommunismus zu tun. Ist eigentlich merkwürdig, oder? Die Leute verwechseln mittlerweile Kapitalismus mit Demokratie. Aber Grundeinkommen hat nichts mit Kommunismus zu tun, sondern ist eins von ein paar Modellen, wie man Staatsfinanzen aufbauen kann. Wenn man so wie ich Volkswirtschaftslehre studiert hat, kriegt man das ganz gleichberechtigt mit anderen Modellen beigebracht. Und funktioniert wie folgt. Jeder Bürger des Staates bekommt ca. 1500 Euro im Monat. Alles, was er verdient, kommt obendrauf. Es kriegen die ersten Schnappatmungen so. Wie soll man das denn finanzieren? Wo soll das ganze schöne Geld herkommen? Das ist immer der erste Gedanke. Kein Mensch fragt sich, was würde das Positives bewirken? Ich persönlich glaube, es würde den Konkurrenzdruck aus der Gesellschaft nehmen. Dann hätten die Leute auch wieder Zeit, sich zu entschuldigen, wenn sie einen anrempeln. Oder Danke zu sagen, wenn man die Tür aufhält. Im Konkurrenz, da kommt da keiner zu, Zeit ist Geld. Also alles Fragen, die man mal stellen könnte, auch warum wird welche Arbeit wie bewertet? Warum verdient ein Fußballer das 100-fache einer Krankenschwester? Der tut nichts, der will nur spielen. Sind ja alles Fragen, die man stellen könnte, aber die Frage ist immer nur, das könnte Geld herkommen, wie soll man das denn finanzieren? Ich kann Sie beruhigen, das ist total finanzierbar. Das haben viele kluge Leute schon durchgerechnet. Unter anderem ich in meinem Studium. Nein, auch andere. Ein kleines Beispiel von vielen, wo Geld herkommen könnte. Es ist ja zum Beispiel so, alle Behörden, Beamten und Angestellten, die sich bisher mit der Prüfung von Bedürftigkeit und Schikane von Arbeitslosen beschäftigen, die werden überflüssig. Das setzt sehr viele Gelder und noch mehr Humanität frei.
gucken mich hier einige an nach dem Motto, okay, vielleicht ist das finanzierbar. Ich kann mir das zwar überhaupt nicht vorstellen, wie soll das gehen, aber andererseits, kleine rothaarige Frau würden sie ja nicht kackendreist anlügen. Ne? Aber gut, immerhin sind wir in der Anstalt, die Idee muss doch verrückt sein. Wenn doch jeder 1500 Euro kriegt, dann geht doch keiner mehr arbeiten. Das ist immer der zweite Gedanke, dann geht keiner mehr arbeiten. Deswegen hat man ganz, ganz viele Umfragen gemacht. Man hat die Menschen auf der Straße gefragt, wenn sie 1500 Euro im Monat bekämen, würden sie weiter arbeiten gehen. 80% der Menschen haben gesagt, sie würden weiter arbeiten gehen. Dann hat man exakt die gleichen Menschen gefragt, ob sie glauben, dass ihr Nachbar weiter arbeiten gehen würde. Wie viel Prozent hat gesagt, ihr Nachbar geht nicht weiter arbeiten? 80% natürlich. Ja klar, so ist er der Mensch. Von sich denkt er gut, vom anderen denkt er schlecht. Ja, ich bin der Held der Arbeit, aber mein Nachbar, das ist eine faule Sau. Dabei heißt es hier schön von sich auf andere schließen. Der Mensch an sich möchte doch arbeiten. Der Mensch an sich möchte was Sinnvolles aus seinem Leben machen. Gut, außer Banker, Lobbyisten und Heidi Klum. Und das beste Konzept im Leben, um glücklich zu werden, ist doch, stellen Sie sich die Frage, wenn ich mir um Geld keine Gedanken machen müsste, womit würde ich mich dann beschäftigen? Also ich zum Beispiel, wenn ich nicht Kabarettistin wäre, ich wäre Restauranttesterin. Und mit dem Grundeinkommen könnten Sie sich diese Frage stellen. Sie könnten sich die Frage stellen, wenn ich mir um Geld keine Gedanken machen müsste, womit würde ich mich beschäftigen? Sie könnten ganz frei überlegen, was sind Ihre Stärken, wo liegen Ihre Interessen, was sind Ihre Talente? Sie können die Frage auch umformulieren. Sie können sich auch mal fragen, wenn ich keine Angst hätte, womit würde ich mich dann beschäftigen? Und wenn Ihnen vielleicht über Pfingsten, da sollen ja schon ganz andere erleuchtet worden sein, was einfällt, dann wäre am besten, auch ohne Grundeinkommen, Sie machen das auch jetzt schon. Ich weiß, es kostet Mut und Kraft, sein Leben zu ändern. Aber wie viel Mut und Kraft muss es kosten, sein Leben lang unglücklich zu sein? Ich werde ja auch oft gefragt, woher ich denn den Mut und die Kraft hatte, meine Stelle als Diplom-Volkswirtin bei der Sparkasse aufzugeben, ausgerechnet um Künstlerin zu werden. Das war ein lebenslang sicherer Job und ein festes Einkommen. Und ob ich denn jetzt von meinem Job als Künstlerin leben könnte? Erstens, ja, das kann ich. Ja, Sie haben es bezahlt. Vielen Dank. Und zweitens hat mich vorher nie jemand gefragt, ob ich denn mit meinem Job leben kann. Man muss ja nicht nur mit, man muss auch mit einem Job leben können. Und wenn Sie das nicht überzeugt, ich habe ein Argument, da kommen Sie nicht dran vorbei. Denn überlegen Sie mal, mit so einem Grundeinkommen, da wäre zum Beispiel Adolf Hitler Maler geblieben. Deswegen denke ich, ja, also man kann schon sagen, ich denke, ich habe relativ gut dargelegt, wie viele der Gewinne Ihres Unternehmens Sie eigentlich durch Lohndumping erwirtschaftet haben. Herr Zwetschka? Haben Sie was gesagt? Ich habe Ihnen 10 Minuten lang einen Vortrag... Okay. Kurzversion dieses Vortrags. Das ist die Lohnentwicklung in den Industriestaaten seit 2000. Nehmen wir mal ein Beispiel. Norwegen, Löhne plus 25,1%. Ja, kein Wunder, die haben Geld, nicht wahr, wegen dem Öl. Okay. Irland, Lohnentwicklung plus 15,2%. Na, die haben Geld wegen dem Apple. Okay, Schweiz, nicht? Hier, wo haben wir die Schweiz? Da ist die Schweiz, plus 9,3%. Die haben Geld wegen dem Geld. Okay. Und wenn wir jetzt ganz unten in der Liste schauen, letzte Position, ha, Deutschland, minus 4,5% Lohn. Na, hören Sie mal auf, diese Lohnentwicklung geht ja nur bis zum Jahr 2010. Wie war seit 2010, haben wir ja jedes Jahr den Lohn um 1 bis 1,5% gesteigert. Finden Sie das nicht ein bisschen mickrig angesichts der Tatsache, wie sehr die Gewinne der Unternehmen gestiegen sind? Die wollen höhere Löhne? Ja. Dafür bin ich gar nicht zuständig, nicht wahr? Da müssen Sie ins Gewerkschaftsbüro. Ah, okay, Entschuldigung. Wo ist das? Da unten. Was sitzt ihr denn da unten? Wir verhandeln. Ja, wenn ich mich bücke, sogar auf Augenhöhe. Was? Oh, Entschuldigung, eine Frage. Was das ist eine Frage, die ihr vielleicht nicht hören wollt, aber ganz ehrlich, warum sitzt ihr im Büro vom Klassenfeind? Also wir sehen es eher als gleichberechtigte Tarifpartner in einem betrieblichen Bündnis für Arbeit. Eher ein Bündnis für Armut. Minus 4,5%, mit was seid ihr damals in die Verhandlungen gegangen? Mit minus 1%?
Hey, wir Metaller haben immer gute Tarifabschlüsse rausgehauen, ja? Ja, mag ja sein. Von denen immer weniger Leute was haben, weil es so viel Leiharbeit gibt. Und nicht mal 30% der Betriebe zahlen überhaupt noch nach Tarif. Naja, wir sind schließlich in einem internationalen Wettbewerb. Ich dachte, ihr steht für internationale Solidarität. Ja, am 1. Mai, aber dann werktags. Oh. Okay. Außerdem wollen wir mithilfe der Großen Koalition wieder mehr Betriebe dazu kriegen, den Tarifverträgen beizutreten. Da ist sogar die CDU dafür. Natürlich ist die CDU dafür, weil sie weiß, dass man mit so Tarifverträgen diesen gesetzlichen Mindeststandard nach unten korrigieren kann. Nicht die Parteien bohren Löcher in die Gesetze. Aber wir dürfen bestimmen, wie tief. Ja, ja. Und immer dann denken, ein Tarifvertrag ist immer noch besser als nix. Nee, nix wäre besser gewesen. Zumindest in dem Fall beim Leiharbeit. Bis das neue Leiharbeitsgesetz gekommen ist, da hätte die einfach keinen Tarifvertrag gehabt, hätte das Gesetz gegolten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit ab dem ersten Tag. Das hätten wir nicht machen können. Wieso? Wieso? Denken Sie doch mal nach. Wenn die Arbeiter mehr Geld bekommen würden aufgrund eines Gesetzes und nicht wegen der Gewerkschaften, ja, wer braucht dann Gewerkschaften noch? Na, Sie, um mit unserer Hilfe die Tarife nach unten zu drücken. Ja, Neuss. Ja, ist doch wahr. Glauben Sie, ich habe Lust, in der Fußgängerzone zu stehen mit dem Schild? Kommt in die Gewerkschaft, dann geht's euch schlechter? Weißt du überhaupt, wann unser letzter Arbeitskampf gewesen ist? Das war 1984. Da haben wir die 35-Stunden-Woche durchgesetzt. Ja. Mit einem betrieblichen Bündnis. Nee, 57.000 Leute haben gleichzeitig die Arbeit niedergelegt. Wir haben uns mit unseren Forderungen vor die Werkstore hingestellt. Cool. Sehr gut. Was ich nicht verstanden habe, und wer hat dann gearbeitet? Niemand, das war doch der Trick. Sag mal, waren die Arbeitgeber dann nicht sauer? Aber deswegen haben sie ja überhaupt auf uns gehört. Das tun sie heute doch auch, nicht wahr, Fetschke? Haben Sie was gesagt? Siehst du, der interessiert sich überhaupt nicht für uns. Wir müssen uns mal wieder wehren. Ja, genau. Und ich fange an. Ich streike. Haha, ich streike, Herr Zetschke. Hören Sie das? Ich streike. Und zwar jetzt, sofort. Ja, das können Sie natürlich gerne tun, nicht wahr? Aber nun sind Sie ja bei einer Werkvertragsfirma angestellt, Mann. Das heißt, Ihr Streik geht bei Däumler glatt ins Leere. Ja, okay, gut, dann. Aber die Leiharbeiterinnen und die Leiharbeiter, die können streiken. Ja, du, die sind ja bei einer Leiharbeitsfirma angestellt. Gegen die können sie auch streiken, nur vielleicht nicht unbedingt in meinem Büro. Okay, dann muss die Stammbelegschaft ran. Ja, wir streiken. Ja, Völker, hört die Signale auf zum letzten Angriff. Hey, was denn? Ich habe mich schon lange nicht mehr so jung gefühlt. Arnulf! Für die Werksverträge haben wir gar kein Streikrecht. Ach so. Ja, und außerdem sind ja die Leiharbeiter als Puffer für die Stammbelegschaft in schweren Zeiten ja auch gar nicht so schlecht. Ah ja, ja, ein Puff für die Belegschaft, das ist ja auch... Komm, machen wir weiter. Ja, du hast eine Sechser? Ich hätte eine Sechser. Okay, deswegen müssen Sie als Arbeiter keine Angst mehr haben. Ja, zumindest nicht vor dem Zwergerlaufstand am Kindertisch. Aber es gibt da tatsächlich etwas, das könnte ziemlich gefährlich werden. Schauen Sie mal, es gibt da eine EU-Richtlinie zur Leiharbeit. Zeigen Sie mal. Sehr unangenehm. Oh, nach der müssen Leiharbeiter und Festangestellte im Grundsatz gleich behandelt und gleich bezahlt werden. Ja, und wenn jetzt mehrere Leiharbeiter, nicht wahr, aufgrund dieser Richtlinie vor dem Europäischen Gerichtshof klagen würden, dann? Gott sei Dank konnten wir bis jetzt noch jeden Leiharbeiter von einer Klage vor dem EuGH abhalten. Ja, mit Argumenten. Ja, und mit Zahlen. Ja, mit welchen Zahlen? Na, den Zahlen auf diesen Geldschein. Okay. Nur mal angenommen, einige Leiharbeiter würden ihr Schweigegeld nicht annehmen, sondern sich stattdessen, sagen wir mal so, melden bei einem, sagen wir mal, bekannten Arbeitsrechtsprofessor, sagen wir mal, Professor Wolfgang Däubler. Däubler? Däubler. So, und die melden sich bei dem, der organisiert dann eine Klage vor dem EuGH, dem Europäischen Gerichtshof, dann könnte man doch dieses Konstrukt des Lohndumpings ein für alle Mal einen Riegel vorschieben. Um Himmels Willen, nicht auszudenken, nicht wahr? Aber Gott sei Dank kennt ja niemand die E-Mail-Adresse dieses Professors, wahr? Ja. Ja, ja, das ist... In der Tat.
Herr Kretschke. Gott sei Dank kennt ja niemand diese E-Mail-Adresse. Sonst würden sich ja viele Leiharbeiter unter dieser Adresse melden. Grundgütiger. Ich möchte mir das gar nicht ausmachen. Ja! SPD! Die SPD, SPD, oder? SPD, SPD, wirklich ein Trauerspiel. Ich meine, Zeit für mehr Gerechtigkeit. Damit gewinnt man doch gar keine Wahl. Gerechtigkeit. Sicherheit, darum geht's. Sicherheit, aber nicht soziale Sicherheit, ja? Ja, innere Sicherheit. Die CSU muss sich vor der AfD bestimmt keine Sorgen machen. Dabei sagen selbst höchste Vertreter der Kirchen, die Flüchtlingspolitik der CSU ist nicht christlich. Nicht christlich. Damit kommt Seehofer nicht in den Himmel. Ja, wenn der klopft, sagt der Petrus, du kommst nicht rein. Wird der Seehofer fragen, wieso? Wird der Petrus sagen, naja, seitdem Franz Josef Strauß hier ist, haben wir für bayerische Ministerpräsidenten eine Obergrenze eingeführt. Aber Sie wissen ja, wie es ist. Wenn das Image Mama Arsch ist, dann ist einfach ein Problem, oder? Türkei, bestes Beispiel. Türkei, ja? 2,2 Millionen weniger deutsche Besucher. Erlebe die Vielfalt. Das ist der Slogan der türkischen Tourismusindustrie. Erlebe die Vielfalt. Dabei man gerade, ist es eine Einladung, ist es eine Drohung. Schon der Wahlkampf hat tiefe Narben hinterlassen. Ja? Viele Leute haben ja gesagt, wie kommen Türken überhaupt auf die Idee, hier bei uns in Deutschland Wahlkampf zu machen? Wir Deutschen machen doch keinen Wahlkampf in der Türkei. Schade eigentlich, oder? Stell ich mir lustig vor, oder? Ja, so ein NPD-Stand vor der Blauen Moschee in Istanbul. Ja. Oder? Ja. Ja, und dann haben auch noch 63% Erdogan gewählt. 63%. Wobei, das hat mich auch erstaunt. Da habe ich mich als toleranter Menschenfreund jahrelang gefragt, wie schaffen wir es, damit sich die Ausländer in Deutschland so ein bisschen wohler fühlen. Ich muss ehrlich sein, auf die Todesstrafe wäre ich nicht gekommen. Ehrlich nicht. Naja, nein. Sie müssen wissen, ein Kumpel von mir ist original Türkenwälder, also halb Türke, halb Odenwälder. Ja? Und, ja, und ich habe den mal gefragt, jetzt mal ernsthaft, sag mal, wer wählt denn diesen Erdogan? Ja, waren es die Abgehängten, die sozial Benachteiligten, ja, die sich ökonomisch nicht partizipieren können? Waren es die Heimatlosen, die Entwurzelten, die sich sehen nach Identität in einer globalisierten Zeit? Waren es die Gestrigen, die Traditionalisten, verkommen in überholten Denkstrukturen? Er hat gesagt, ja, mag sein, aber er glaubt, es waren die Vollidioten. Ja. Ja. Bitte. Da hab ich natürlich gesagt, Mensch, das kannst du doch so nicht sagen. Er hat gesagt, doch, das kann er sagen, ja. Er meint damit diese Typen, die immer sagen, wir brauchen Erdogan. Erdogan gibt uns den Stolz, wieder ein Türke zu sein. Entschuldigung, er ist ein stolzer Türke. Dafür braucht er doch nicht diese Knalltüte, oder? Ja, wo sind wir denn? Wir Türken, wir haben die Dampfturbine erfunden, ja. Wir haben die Grundlagen für eine moderne Astronomie gelegt und geholfen mitzulegen, ja. Wir haben Mathematiker, wir haben Quantenphysiker. Erst vor 2 Jahren hat ein Türke, Aziz Sancar, ja, den Nobelpreis für Chemie bekommen. Den Nobelpreis für Chemie für seine Forschung an Reparaturmechanismen der DNA. Reparatur der DNA, ist doch saugeil. Auch wenn es natürlich für Erdogan natürlich zu spät kommt. Schon klar. Ja, ja. Da habe ich gesagt, was, das sagst du als Türke? Hat er gesagt, klar, natürlich, wir müssen endlich verstehen, die Welt teilt sich nicht ein in Türken und Deutsche, in Muslime und Christen, in Araber und Europäer. Idiot oder Vollidiot, das ist die Frage. Ja, so siehst du raus. Ja, natürlich. Ja. 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 Ja, ja, aber ich persönlich finde halt auch, jeder muss sich um seine eigenen Vollidioten kümmern, oder? Was ist daraus, ja? Natürlich, mein, so ein dolles Image hat unsere Staatsform bei vielen Deutschen auch nicht. Wenn ich es immer höre, ja, Demokratiemüdigkeit, ja, viele Deutsche sind heute demokratiemüde, ja. Ich denke immer, naja, wer müde ist, der muss mal Urlaub machen. Da würde die Türkei gerade ganz gut passen. Ja?
Ja. Oder noch besser, Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, ein wunderschönes Land, wo die ganzen Demokratiemythen mal so eine wunderschöne Alternative zur freiheitlichen Demokratie erfahren können. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des östlichen Fundamentalismus. Erleben Sie religiöses Mittelalter in futuristischen Shopping-Malls. Erleben Sie das prickelnde Gefühl von Peitsche und Parfüm auf der eigenen Haut. Sie werden feststellen, eine Hinrichtung ist kein Grund, einen Kopf zu verlieren. Hören Sie mal, das ist ja auch wurscht. Schauen Sie mal, wegen Ihrer Tabelle vorhin, weil Sie haben das ja völlig von der falschen Seite aufgezogen, nicht wahr? Schauen Sie, so wird ja ein Schuh draus, nicht wahr? Bei den Löhnen sind wir vielleicht Verlierer, nicht wahr? Aber nennen Sie es Lohnkosten, nicht wahr? Und wir Deutschen sind ganz klar Sieger, nicht wahr? Produzieren billig, verkaufen viel ins Ausland, deswegen sind wir Exportgewinner. Gewonnen, wir haben gewonnen. Ja, ja. Nur ist Handel kein Fußballspiel, da geht's nicht ums Gewinnen. Natürlich. Wir haben mehr Schüsse als die anderen, also mehr Überschüsse. Wir bringen beim Gegner mehr Waren unter als der bei uns. Okay. Beim Welthandel geht es nicht um Gewinnen und Verlieren. Ja, warum denn dann? Wir stehen doch schließlich im internationalen Wettbewerb, nicht wahr? Richtig, mit unseren Handelsgegnern. Das heißt Handelspartner. Richtig. Handelspartner, ein Partner, den bekämpft man nicht, den will man auch nicht besiegen. Sie kennen meine Frau nicht. Hören Sie mal zu. Nein, nein. Nein, nein. Das ist ja wirklich albern. Das wird ja dann, warten Sie, das ist doch albern. Also, hören Sie mal, beim Handel, da geht es um Geben und Nehmen, da spielt man zusammen. Sie wollen meiner Frau einen Ball zuspielen, das halte ich für einen Riesenfehler. Okay, so, merken Sie nicht, dass dieses Fußballbild nicht stimmt. Sie brauchen beim Handel einen Gegenüber, damit Sie überhaupt Erfolg haben können. Na, natürlich brauche ich einen Gegenüber, um ihn zu besiegen. Das ist ja wie im Kindergarten hier. Wisst ihr was, kommen Sie mal mit. Was, wohin denn? In den Kindergarten, in Ihren Betriebskindergarten. Was? Hören Sie mal, ich bin der CEO einer der größten Automobilkonzerne der Welt. Was bitte soll ich in eine Wippe? Wer zuerst oben ist, hat gewonnen. Oh, verdammt. Sehen Sie? Sie brauchen einen Gegenüber, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Wie beim Welthandel. So, jetzt machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie sind Deutschland, ja? Und ich bin so, sagen wir mal, Ihr Handelspartner, die EU. Und dann fangen wir an zu handeln. Und los! Oh, ist das schwer, mit Ihnen einzusteigen in den Handel. Okay, und los! Gewonnen! Verdammt! Gewonnen! Verdammt! Gewonnen! Stopp. Sehen Sie, so funktioniert Handel. Und am besten ist es, wenn dies im Gleichgewicht ist, dann kann man nämlich Augenhöhe zu Augenhöhe auch die Waren austauschen. Ach, ja, das würde ich sagen, machen wir mal. Schön. So, und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie Welthandel aus meiner Sicht funktioniert, ja? Hallo Sie da. Ja, was machen Sie überhaupt noch hier? Meine Leiharbeitsfirma hat mich als Putzfrau hier in den Kindergarten... Herr Zwetschke, was machen Sie denn auf dieser Kinderwippe? Ich sitze auf einer Auftragsspitze. Keine Ahnung. Keine Ahnung vom Welthandel, die Frau. Geben Sie mir mal die Container da, nicht wahr? So, ich hätte da ein paar fantastische deutsche Automobile im Angebot. Okay, gut, ja. Großartige Technik, nicht wahr? Und dann noch ein paar deutsche Maschinen, okay. Besonders günstig zurzeit, nicht wahr? Möchten Sie vielleicht noch einen SUV? Nein, vielen Dank. Jetzt müssen Sie mir erst mal was abkaufen, damit ich wieder Geld habe, um Ihnen wieder was abkaufen zu können. Was wollen Sie von mir? Was ich Metalle, Computer? Sehen Sie, wir Deutschen halten Importe eher für ein Zeichen von Schwäche. Vielleicht noch einen Lastwagen? Nein. Kann ich Ihnen nicht was anbieten? Also sagen wir mal, Oliven, Lebensmittel, Wein. Lebensfreude? Ich bin Deutscher, was soll ich damit? Okay. Dann sind wir zu. So funktioniert das nicht. Überlegen Sie doch mal genau. Gibt es denn nicht irgendwas, was Ihnen Freude machen könnte? Doch, von hier oben auf Sie runterzuschauen. Möchten Sie vielleicht noch ein paar medizinische Geräte? Ich war absolute Spitzenqualität. Ah, gut, die sind allerdings wirklich gut, aber bei mir ist das Geld ein bisschen knapp und ich kann... Gar kein Problem. Wir leihen Ihnen was. Ach, das ist sehr freundlich. Oh, bitte danke schön. Ja, gut, dann nehme ich diese medizinischen Geräte, bitte. Na, sehen Sie, das ist doch eine tolle Anschaffung. Ja, danke schön. So, vielleicht noch ein SUV? Nein, vielen Dank. Können Sie nicht einfach mal Ihren Arbeitern jetzt zunächst mal ein bisschen mehr Geld geben, damit die im Prinzip bei uns dann ein bisschen was wieder abkaufen können?
Ich könnte Ihnen noch weniger Lohn geben, dann könnte ich noch billiger produzieren und dafür noch mehr Sachen ins Ausland verkaufen. Na, jetzt wie wär's? Noch ein Lastwagen. Nein, komm. Nein, nein! Ich kann nicht mehr. Verdammt, mein Weltmeistertitel ist in Gefahr. Was können wir denn da machen, Frau Leiharbeiterin? Vielleicht geht es... Richtig, wenn Sie gehen. Sie sind gefeuert. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Was? Ja, gucken Sie nicht so mitleidig. Wenn Sie mir mehr abkaufen würden, dann könnte ich Sie vielleicht weiter beschäftigen. Was? Jetzt bin ich schuld? Da bin ich vielleicht schuld, dass Sie nicht hochkommen? Ja, weil Sie zu viel, zu billig verkauft haben, was Sie nur geschafft haben, weil Sie Ihren Arbeitern Löhne zahlen, von denen die nicht leben können. Ach, das ist doch Unsinn. Wir Deutschen, wir stehen... Hör auf, doch. Das ist doch Unsinn. Ja, hören Sie das nicht. Hören Sie sich das an. Alles Ökonom. Ja, okay. Wir Deutschen, wir Deutschen, wir stellen Qualitätsprodukte her, nicht wahr? Die muss man einfach haben, ja? Wir können an den Überschüssen überhaupt nichts ändern. Oh, damals Agenda 2010, die Löhne gesenkt, dann sind die Überschüsse nicht gestiegen. Da haben Sie ja am Export auch was drehen können. Ich lasse mich nicht belehren von jemandem, der so über seine Verhältnisse lebt. Schauen Sie mal, was Sie alles für Sachen haben. Hören Sie, das sind alles Sachen, die ich Ihnen abgekauft habe. Ja, und deswegen sind Sie jetzt völlig verschuldet, nicht wahr? EU! EU! Das ist doch okay. EU! Das ist jetzt wirklich nicht... EU! Was ist denn, Deutschland? Ja. Hat wieder jemand 3 Euro zu viel ausgegeben? Ja. Da, mein Gegenüber, total verschuldet, nicht wahr? Unglaublich, sowas. Was, ein blauer Brief für mich? Was soll das denn jetzt? Ja, Ihre Überschüsse haben die Grenze von 6% übertroffen und jetzt müssen Sie nach den EU-Regeln ein Gleichgewicht zwischen Import und Export anstreben. Also hören Sie mal, ich bezahle den ganzen Laden hier. Ich lasse mich doch nicht von einer EU-Politesse maßregeln. Oh Gott. Ah, der hat gegen die Regeln verstoßen. Ja, ich habe auch gegen die Regeln verstoßen. Ich habe auch über. Aber Sie, schauen Sie mal, Sie haben mit Ihrem Überschuss eben auch gegen EU-Regeln verstoßen. Ach, Sie wollen das doch nicht auf eine Stufe stellen, was? Oh, und ob ich das will? Schauen Sie mal, Ihre Überschüsse sind meine Schulden. Ich bin unten, weil Sie oben sind. Das ist doch Unsinn. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das sieht man doch. Kann bitte irgendjemand diesem Idioten ein bisschen Ökonomie erklären? Ah. Was? Jetzt werden Sie sich aber umschauen. Pass auf, Deutschland. Es ist Zeit für Martin. Sehr gut, sehr gut. Erklären Sie ihm gleich mal, was Sie von den Überschüssen halten. Und dann sagen Sie ihm, wie unsolidarisch er sich gegenüber seinen europäischen Handelspartnern verhält. Am besten ich sag, was ich letzte Woche vor den Arbeitgebern gesagt habe. Ah ja, nur zu. Ich will Kanzler werden. Nein, nein, das andere. Ich halte die Kritik an den deutschen Handelsbilanzüberschüssen für falsch. Bitte? Ja, wir sind erfolgreich und werden es weiterhin bleiben. Meine Antwort auf die Vorwürfe der deutschen Handelsbilanzüberschüsse ist, wir werden noch stärker werden. Was? Brav, Martin. Da, ein Leckerli. Ein Keks. Ein Keks. Bitte. Gibt es irgendjemanden, der den da von oben runterholen kann? Oh. Oh, Monsieur Macron! Monsieur le Président! Woran haben Sie mich erkannt? An Ihrer Frau. Glückwunsch übrigens. Ich habe gehört, dass Sie jetzt auch den Franzosen so einen ordentlichen Niedriglohnsektor verpassen wollen. Na, wie war das richtige Wort? Dass Sie reformieren wollen. Ja. Oui, Deutschland ist für uns ein großes Vorbild. Wir werden nun die Löhne senken, damit unsere Produkte billiger werden und wir mehr exportieren können. Ja, wunderbar. Moment mal, soll das heißen, Sie wollen uns keine Waren mehr abkaufen? Hallo, ja, ich finde Ihre Überschüsse nicht mehr tragbar. Ja, da sagen Sie was. Kommen Sie bitte, irgendwem von uns müssen Sie doch jetzt irgendwas abkaufen. Was, ich soll es mir besser gehen lassen, damit es euch besser geht? Das können Sie vergessen. Zum Beispiel hier Champagner oder sowas. Hey, möchten Sie nicht sowas haben? Ja? Sie müssen lernen, das Leben zu genießen. Ja. Auf gar keinen Fall. Lebensfreude kommt nicht in Frage. Okay. Wissen Sie was? Sie müssen uns jetzt bitte was abkaufen, weil sonst sind wir irgendwann pleite. Und? Weniger Konkurrenz? Was soll's? Hören Sie, wenn wir abstürzen, dann stürzen Sie auch ab. Nein, 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 so läuft das nicht. Sie haben überhaupt keine Ahnung von Wirtschaft. Warum ist das nur so schwer, jemandem, der glaubt, gewonnen zu haben, zu erklären, dass er einen Fehler gemacht hat? Verdammt, setzen Sie sich sofort wieder da oben drauf.
vergessen ist. Gut. Keine Chance. Sie setzen sich jetzt sofort wieder da oben drauf. Was wollen Sie denn ohne mich machen? Hm? Wissen wir, was wir ohne Sie machen? Konsumieren. Champagner? Oh, sehr gerne. Ich würde sagen, Champagner für alle! Moment mal. Ja. Champagner, den habe ich meinen Arbeitgeber vom Mund abgespart. Ja, so. Jawohl. Das könnte ich. Jawohl. Kommen Sie, Champagner ist hier. Jawohl. Und weil ich gerade dabei bin. Und wunderbar. Und kommen Sie her. Einen aber noch. Champagner für alle. Lassen Sie es sich gut gehen, meine Damen und Herren. So. Das war die Anstalt! Heute mit Philipp Weber, Anni Hartmann und Arnold Rating. Das lässt sich gut gehen über den Sommer. Das heißt eine kleine Investition. Vielen Dank. So, jetzt aber. Ja.